So, in Lava-Welt. Wo geht's hier nochmal weiter? Och Gottchen. Och Gottchen, och Gottchen. Hier nicht. Ich halte jetzt einfach den Rennknopf die ganze Zeit gedrückt, damit mir nicht irgendwelche Leute die ganze Zeit schreiben von wegen, ey. Schade, fast. Ja, aber ich denke gerade dadurch, dass viele nur mitkriegen, wie da irgendwelche Kiddies irgendwelche komischen TikToks machen und tanzen, denke ich mal, haben viele so diesen Eindruck, das ist einfach nur cringy Shit. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Leuten zugeguckt, die das gespielt haben und grundsätzlich wie das schlechteste Spiel der Welt, wie es manche darstellen wollen, ist es halt auch nicht. Ich meine, es interessiert mich persönlich halt überhaupt nicht, aber es gibt ja auch einen Grund, warum diese ganzen Marvel und DC und weiß ich nicht was Kollaborationen entstanden sind. Also, die hätten sie ja auch nicht gekriegt, wenn eine gewisse legitime Fanbase da wäre, weil ich glaube nicht, dass Leute, die einfach nur zum Trollen Fortnite spielen, da so viel Geld und weiß ich nicht was drin investiert haben, dass sich Dingens hier. Ist Fortnite von Epic Games? War das so? Dass die sich Superman und Batman und Thanos und Kram gönnen können. Jesus Christ, lass mich hier raus. Die waren ja, glaube ich, legitim an den Dingens. Also noch bevor hier der letzte Marvel-Film Endgame rauskam, waren die ja voll dabei und haben halt Thanos in Fortnite reingepackt für den Film. Im Übrigen, die Lava gerade hat mich nicht interessiert, weil, wie gesagt, ein bisschen spongy ist das Platforming in dem Spiel. Stimmt, das war ja Feature mit dem Handschuh und wenn man den hatte, konnte man in Fortnite irgendwas Besonderes machen. Es war sogar ein eigener Spielmodus, was ja auch schon heftig ist vergleichsweise. Halt kollaborativ einen eigenen Spielmodus in so einem Spiel. Sehe ich halt schon positiv als oh shit an. Wie gesagt, ich bin ja generell so einer, der sagt, lass doch die Leute mögen, was sie wollen. Ich meine, ich bin damals auch Naruto gelaufen, if you know what I mean. Also, wir waren damals auf unsere eigene Art cringy. Meine, ich hatte damals Yu-Gi-Oh! Karten in der Realschule. Okay, alle hatten Yu-Gi-Oh! Karten in der Realschule, ob man das jetzt als cringy sehen will oder nicht. Aber ja, jedem das Seine. Ich bin auch mutig und sage, Ocarina of Time ist kein perfektes Spiel und trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass es deswegen schlecht ist oder dass ich deswegen Leute, die das Spiel mögen, irgendwie angaffen muss.
Hui. Hui. Stimmt, Hui heißt ja immer noch Penis, von daher schreie ich hier gerade Penis in der Höhle. Ja, das tut den Schläfen gut. Yeah, spring in die Lava. Yes. Angeblich sollte ja Fortnite auch ein Samus-Dingens kriegen. Skin. Hat man ja vermutet. Weil das Thema irgendwie von irgendeiner Season oder wie die das auch immer nennen, waren ja Kopfgeldjäger und so ein Kram. Und da waren halt so Sachen wie, wie hieß der Typ Mando von Star Wars und so. Und in so einem Comic konnte man Mr. Samus, Mrs. Samus Aran sehen. Oh nein! Der letzte Zipfel! Wobei ich mich ja frage, ob Nintendo da nicht sogar gesagt hat, nee, weil Samu. Na, wobei Monster Hunter hat auch Samus und da konnte man andere Waffen haben als halt eine Laserpistole. Nein, genau da wollte ich nicht hin. Eigentlich sollte man hier ja auch hinterher wiederkommen, damit man den anderen Beam kriegt, aber wenn man halt Walljumpen kann, kann man sich den schon recht früh holen. Und weil ich halt, was war das denn? Weil ich halt so gut bin und fünfmal runterfall, kann ich mir den halt jetzt auch schon holen. Und dieses komische Seepferdchen einfach schon zum 20. Mal töten. Ja, Moment. Da haben wir's. Wave. Jetzt haben wir immerhin kein Tinkerbell-Bär-Beam mehr, sondern keine Ahnung. Kirschblüten. Mikado. Komme wieder rein. Wo rein? In deine Wohnung. Ja, wir haben ja jetzt nicht mehr den Tinkerbell-Beam, sondern keine Ahnung. Den Thanos-Kartoffelbrei-Beam.
Ach, hast du jetzt Sushi bestellt? Der moderne Gutmensch sagt dazu, gönn dir. Habe ich eigentlich bisher nicht mehr als 5 Grüne? Rensamus. Oh, ich weiß noch, beim letzten Mal bin ich hier doch elendig verreckt. Kann das sein? Weil ich vergessen habe, wie man rennt. Ich glaube, da bin ich elendig dran gestorben. Falscher Knopf. Obwohl es einem hier gesagt wird, wie man rennt. Ah, ich bin so ein Idiot gewesen. Gewesen. Ich hab gewesen gesagt. Juhu! Ich hab vergessen, wie man rennt. Ja. Weil eigentlich kommt da unten dann so die Lava hoch und wenn man halt eben nicht rennt, dann rennt die Lava halt eben vor einem nach oben. Und dann ist man in der Lava. Ich weiß ja nicht, in welchem Spiel Lava gut ist, aber nee. So, wie komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Hätte ich schon längst meinen komischen Enterhaken haben können? Weiß ich gar nicht. Nicht Enterhaken, Greifhaken. Ach Gott, warum drücke ich denn immer B? Weil das mein Sprungknopf ist. Und normalerweise ist der Sprungknopf der A-Knopf und der A-Knopf ist der A für OK-Knopf. Drücke A vor Yes. So. Gucken wir doch mal auf die Karten. Glaube, wir wollen doch wieder runter. Und ich hab's extra gesagt auf Twitter. Wenn ich das Spiel hier wieder spiele, in dem Moment, wo ich hier in Blubbelland ankomme, ab da ist Ende. Ab da ist halt legitim Ende. Ich will halt da den. Ne, Moment, da muss ich doch. Die Powerbomben haben, oder? Ich wette, später im Wassergebiet habe ich null Probleme. Schwöre ich. Gott, ich wusste es, dass ich hier die Bomben brauche und trotzdem bin ich hingegangen. Das ist mein berühmter langsamer Speedrun von dem Spiel. Wer kennt ihn nicht? Good Games Played Slow. Kann halt nur Spiele gut spielen wie Bibi und Tina und Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Das ist so mein Niveau. Mein Spieleniveau. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina.
Hier konnte ich aber durchrennen, da bin ich mir fast sicher. Hui! Moment, eine Sache will ich ausprobieren. Okay. Weiß wieder. Wie geht der Diagonale? Keine Ahnung. Ah so, okay. Ich kann's wieder. Benjamin Blümchen Extended Universe. Ja stimmt, Bibi Blocksberg war ja erst in... Oder? Warum reden wir darüber? Warum? Warum? Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Warum? Ich weiß, Crossover gibt und diese ganzen... Ich glaube, in OG früher, ganz, ganz früher, als ich klein und dumm war, gab es halt auch recht viele Folgen, wo halt Bibi Blocksberg zusammen mit Benjamin Sachen gemacht hat und Kram. Jesus Christ, wir haben so dumme Themen. Können wir nicht einfach mal gute Themen haben? Perla Kolumna. Oder Kolumna? Weiß gar nicht mehr. Dumme Themen sind gute Themen. Ja gut. Stimmt, die rasende Reporterin mit ihrem Roller. Oder Moped, oder... Ne, ich glaube, das war ein Roller, kein normales Moped. Die Vespa. Die rasende Reporterin. Der E-Beam. Ich glaube aber schon, dass wir schneller sind als wie beim letzten Mal. Der Icebeam ist ja cool. Och Gott, please. Der war so schlecht. Also, schlechter geht's gar nicht. Also legitim, also richtig. Also so richtig, richtig, richtig. Das war schon richtig schlecht. Tös war's. Du musstest es aber erst lesen. Ugh. So, jetzt sind wir in nicht fair gewesen. Ich glaube, jetzt können wir wieder nach oben. Oder? 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 Bitte sag, dass ich recht habe. Egal. Aufzug hoch. Und ich habe immer noch nur 5. FÜMF. Grüne Raketen. Juhu.
Was war hier oben nochmal? Nix. Gut. Wollte ich nur zeigen. Für mich wichtig. Ach Gott. Yeah, spring nicht gut. Yes. So, schießen geht auch. Gut. Jesus, ich mag Decken heute. Hui. Der fucking Joystick von meinem Pro-Controller ist so spongebobbig. Oh Gott, die Dinger. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie die funktionieren. Genau, spring lieber in die Stacheln. Spring lieber in die Stacheln. Yeah, lieber in die Stacheln, statt in die komischen mutierten Bisaflors. Yeah. Das Problem mit mir und Schießen. Ich muss direkt nah im Gegner stehen, sonst treffe ich nicht. Komm, untenrum ist immer besser. Ja, gut. Musste ich ja nochmal reinspringen. So, und einer von denen hier war, glaube ich, unecht. Könnte aber auch einfach nur Scheiße erzählen. Ja, ich erzähle Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. Die hier? Ha, ich hab gelogen. Keine von denen war unecht. Wissen die meisten noch nicht. Ah! Yes! Genau. Da wird mein geheimer War-Fetisch in mir erweckt. Ja, ich wusste das. Wir haben doch gerade über Benjamin Blümchen geredet. Da war da auch der komische hier, der Bürgermeister, der, wo alles immer seine Idee war. Das war mein Role Model damals. Fehlt nur noch der Zylinder. Und hatte der einen Stab? So einen G-Stab? Keine Ahnung. Aber der hatte so einen Assistenten, meine ich. Da hier, die war nicht echt. Siehst du, ich habe mich nur
neuem Zimmer vertan. Macht man schon mal. Ist ja auch nicht schlimm. Manchmal darf man sich... Mein Gott, spring doch noch höher, Jung. Mädchen, was auch immer. Entschuldigung, wenn man fremd geht. Ja, das kann ja schon mal passieren, im falschen Zimmer zu sein. Hui! So, wo sind wir denn jetzt? Hier. Sagte er. Natürlich wissend, wo er gerade ist. Ja gut, doch, ich weiß, wo ich bin. Hui. Sind wir hier wieder bei meinem Schiff? Penis. Ich sollte mir jetzt ein Penis-Emote machen. Wobei, ich habe einen Cock-Emote. Also von daher... Ja, Lava. Lava ist gut für die Haut. Pellt sich nämlich schön. Och Gottchen. Möchte das, was der Wurm hat. Der lebt einfach den ganzen Tag hier in der komischen Eulengrütze. Und den interessiert's einfach nicht. Einfach knapp. So, jetzt bin ich durch. Brauchen wir mehr von den Grünen. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass sie so selten sind. Dann hätte ich die einen nicht übersprungen.
Gott, muss ich... Oh, shit. Ich wollte nicht nuken. Was war da nochmal? So selten wie die Goldschädel. Nein! Ruhe! Wobei ich habe fünf grüne Raketen und über 5. Ja. Aktuell sind sie noch seltener als wie der Goldschädel in Skyward Sword. Von daher. Falscher Knopf. So, sicherheitshalber alles auffüllen. Frage ist, von wem kriege ich denn nochmal den Nicht-Enter-Haken? Bist du der Nicht-Enter-Haken? Ich glaube nämlich eigentlich, dass ich ohne den Nicht-Enter-Haken nicht in das Schiff komme. Oh Mist, ich bin hier nie zurückgeklungen. Upsi! Egal, Raketen. Muss ich nicht jetzt wieder in Feuerhausen rein? Für den Kroko? Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, wissen jetzt überhaupt nicht, was ich meine, aber... Ich bin nicht lost, ich bin fragend. So ist mein Denkprozess bei Videospielen. Guck, das Problem ist halt auch, ich guck mir, wenn ich das Spiel hier mir bei anderen Leuten angucke, das sind dann Leute, die spielen das Spiel dir innerhalb von, die sind legitim jetzt schon fertig mit dem Spiel und die spielen das Spiel ein bisschen schneller und anders und überspringen Shit. Und deswegen ist für mich die eigentliche Herausforderung, dieses Spiel zu spielen, ohne diesen ganzen Flippy Shit zu machen, den die Pros machen. Und das nubbelt mir so ein bisschen den Kopf kaputt. So doof das klingt. So. 3 Bosen fehlen noch. Thank you.
Du darfst ruhig helfen, wenn ich mal wirklich richtig hart lost bin. Aber ich meine, ich muss jetzt wieder nach Feuerhausen und mir da den Nicht-Enter-Haken holen, damit ich in das komische Schiff kann und da meine nächsten Sachen krieg. Yeah, aber in die Stacheln. Yeah. Sei ein Arsch. Du willst nur sagen, dass er ein Besserwisser ist, ein Dude. Ah, shit. Das aus? Jo, okay. Ui. Gottchen. Och Gottchen, och Gottchen. Haben wir schon einen Penis-C? Oh Gott. Der Cock-Counter. Grüne Raketen. Die mag ich. Die will ich. Moment, waren hier nicht noch? Warte, 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 warte. Nee, wusste ich. Ich mach das noch nicht mal absichtlich. Halt legitim. Mein Gott, diese kleinen Sprünge sind einfach unfassbar. Nein. Boah, ich bin so angespannt bei diesen kleinen dummen Sprüngen einfach. Da, tschüss. Du hast das Stacheln übersprungen. Ja, ich habe mir halt gedacht, ne, für nächstes Mal. Ich komme da bestimmt noch mal hin. Ach, stimmt, falscher Knopf. Ich komme da doch nicht hoch als Mensch einfach. Ich werde verrückt. Brauch ein Penisbot. Oh Gott. Ein Hui-Bot. Wenn du einen kennst, der mir einen bastelt. Ach Gott, du dummes Etwas. Ja, hau raus. Wenn du mir einen funktionierenden Bot basteln
basteln lassen kannst, dann hau raus. Von mir aus auch einen, der mich beleidigt, wenn ich irgendwas Dummes mache. Och man, so schwer ist es doch gar nicht. Du musst doch nur ein Ball sein. Willkommen zu den nächsten 2 Stunden. Yeah. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Och komm. So oft wie du auf Französisch Dildo sagst, ist das ja auch... Was? Was ist denn Dildo auf Französisch? Was, das würde ich jetzt gerne... Mein Gott, wir lernen heute so viel. Dildo auf Französisch. Ist es mein Gott? So? Gotte. Oh Gott. Aber Gott ausgesprochen. Shit. Verstehe. Gott ist also legitim. Ein Dildo. Vogel. Oh Gott, wer ist das denn? Ich weiß gerade echt nicht. Er, sie, es kann so viele sein. Apropos, warum ist Joy Cody eigentlich kein Mod? Ach stimmt, ich habe ja den Kanal... Ich habe ja auf dem aktuellen Kanal... Ach, Twingo-Held. Der Twingo-Held. Ich weiß gar nicht mehr, wie man moddet. Früher konnte man einfach draufklicken und dann war Joy Cody der Held.